Hallo Menschen, heute ist Sonntag und ich möchte euch mit auf die Schriftgut nehmen. Das ist eine kleine Buchmesse hier in Dresden und kann natürlich insofern von der Menge und vom Angebot her nicht so ganz mit ihren zwei großen deutschen Schwestern mithalten. Allerdings herrscht hier dafür eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Also man hat halt wirklich so ein paar kleine, regionale, auch unabhängige Verlage und es wird viel Augenmerk auf das Handwerk gelegt. Also letztes Jahr konnte man sich zum Beispiel kalligrafisch seinen Namen schreiben lassen. Man kann bei Buchdruckaktionen zusehen und allgemein ist es halt so ein bisschen ein besonderes Gefühl, auch etwas heimischer, etwas kleiner, etwas persönlicher. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Ich muss zugeben, ich habe dieses Jahr halt so ein bisschen verpasst, mir freizunehmen. Deswegen habe ich jetzt nur noch Sonntag Zeit hinzugehen und die Veranstaltungen am Sonntag sind, ich sag mal, in Ordnung. Also es waren nicht so viele, wo ich dachte, oh mein Gott, das muss ich unbedingt sehen. Aber ich möchte euch trotzdem mitnehmen, euch mal ein bisschen so diese kleine heimliche Buchmesse zeigen und dann sehen wir uns später wieder. Es gibt Echos, hast du gesagt, die erst nach Jahren zurück in die Stimme finden. Ich habe lange geschwiegen, nur die Worte in kleinen Grüppchen an der Hand geführt und sie manchmal an fremden Orten ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob sie eine Sprache gefunden haben, in der sie sich in die Augen sehen konnten. Ich habe es mir immer gewünscht, dann müsste ich nicht alleine sterben. Wieder zu Hause von der Schriftgut. Ich habe dann doch nicht so viel gefilmt, wie erwartet, was daran liegt, dass ich so in den ersten 10 Minuten ein total demotivierendes Erlebnis hatte. Also ich hatte schon so ein paar Sachen gefilmt, die halt einfach so herumstanden und war dann an einem sehr, sehr hübschen kalligrafischen Stand, habe mich auch mit der Dame ein bisschen unterhalten und dann gefragt, so, oh, ist alles wirklich so schön, könnte ich das vielleicht für mein YouTube-Video filmen? Und da wurde sie sehr reserviert und so, was ist das überhaupt? Habe ich ein bisschen BookTube erklärt und dann immer so, ja, was sagen sie denn da noch dazu? Und steht denn da auch dann, dass wir das und das sind? Also ich glaube, sie hat den Namen ihrer, ich weiß auch nicht,
Firma oder so genannt, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall habe ich das erklärt, na klar, kann ich gerne ihren Namen einblenden, würde ich jetzt sowieso machen. Und sie hat aber so ein bisschen rumgedruckst, bla bla bla. Und am Ende hat sie dann gesagt, naja, wenn vielleicht die Dame, die auch noch mit an dem Stand ist, aber eben gerade nicht anwesend war, da auch zustimmt, dann vielleicht. Und ich bin auch total freudig gewesen. Ich so, ja, kein Problem, ich komme nochmal wieder. Und bin dann aber nicht nochmal wieder gekommen. Und das war auch so, dass ich mir dachte, ach nee, und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich dann die Leute überzeugen soll, dass das was Gutes, was Nettes ist. Und dann habe ich nur noch gefilmt eigentlich, was... Ja, halt so rumstand, was so, weiß nicht, öffentlich war, wo man niemanden direkt fragen musste. Und das war aber auch nicht so das einzige Beispiel. Ich hatte auch vorher schon mal an einem Stand was gefilmt und derjenige hat das zwar lustig gemeint, hat er dann auch so gesagt, aber so hat er gleich gesagt, oh, hier wird aber nicht fotografiert. Und ja, also dann hat er gesagt, ach, war nur ein Scherz, aber das war irgendwie alles so, naja. Ich muss auch allgemein sagen, er hat ja schon erwähnt, die ist sehr, sehr klein und man merkt vielleicht auch so ein bisschen, nicht nur klein, sondern auch so ein bisschen provinziell vielleicht. Also es gibt zum Beispiel auch überhaupt keine Blogger-Akkreditierung und ich meine damit nicht, dass ich irgendwie Freikarten wollte, sondern das wird einfach gar nicht wahrgenommen, dass es Blogger, YouTuber oder sonst was gibt. Also ich habe auch im Einlass gefragt, ist es ja eigentlich erlaubt zu filmen? Und die war so wie, ja, ist mir jetzt nichts bekannt, das nicht, aber so nach dem Motto, sie wüsste gar nicht, warum jemand filmen sollte oder so. Also das hat man schon gemerkt, ich habe auch dort niemanden jetzt irgendwie mit einer Kamera rumlaufen, sie also filmend oder so, mal so kleine Bilder ihrer Kinder oder so, ja, aber jetzt nichts irgendwie groß, wo über das Event berichtet wurde. Naja, auf jeden Fall habe ich dann nur so die Kleinigkeiten gefilmt und unabhängig dieses ganzen YouTube-Krams jetzt, muss ich auch sagen, fand ich die Messe nett, aber nicht begeisternd. Ich bin ja jetzt auch schon das dritte Mal da und ich habe schon nach dem zweiten Mal, ehrlich gesagt, mir gedacht, okay, so viel Neues war jetzt nicht dabei und das muss ich jetzt beim dritten Mal auch wirklich bestätigen, wenn man schon ein paar Mal dort war, sind es die gleichen Stände, gibt es halt nicht besonders viele Neuerungen jedes Mal. Meiner Meinung nach ist halt der große Vorteil, den die Messe hat, auch gleichzeitig ihr Nachteil. Es ist nämlich sehr, sehr angenehm, dass man hier wirklich, ja, ich sag mal, in einer, maximal zwei Stunden wirklich alles gesehen hat. Und im Vergleich zu den großen Messen, wo man irgendwie auch nach zwei Tagen noch das Gefühl hat, ich habe alles verpasst, ständig ist irgendwas gleichzeitig, ich war bei dem einen Stand nur eine Minute und musste dann schon wieder weg und eine halbe Stunde vorher muss man aufbrechen, um in der anderen Halle irgendeine Veranstaltung zu gucken. Da fühlt man sich immer so gehetzt und als ob man am Ende irgendwie gar nichts oder vielleicht zu viel, aber nicht so das Wichtige gesehen hat. Und hier ist wirklich alles schön ruhig und man sieht alles. Mit dem Nachteil, dass es halt dann jährlich wenig Innovationen gibt, die einen irgendwie dann nochmal dahin ziehen. Also ich werde nächstes Jahr, sollte mich jetzt nicht irgendjemand anschreiben, hey, gehst du da mit mir hin, bestimmt eine Pause einlegen, auch um die Messe halt gerade nicht negativ zu bewerten. Das ist ja vielleicht ganz gut, wenn ich da mal warte, bis es ein bisschen was Neueres gibt. Ein Nachteil muss ich dieses Jahr auch noch sagen, die war diesmal anders organisiert in der Dresdner Messe, an einem anderen Ort. Und hier lagen die Bühnen meiner Meinung nach nicht sehr gut. Die Hauptbühne, an der bin ich dreimal vorbeigelaufen. Die war also hinter so einer Wand, aber trotzdem so voll am Durchgang. Also auch direkt am Ende, so dieser einen Halle, wo es dann rausging in die Spielemesse, die gleichzeitig stattfand. Und das war viel zu laut. Es waren ständig Hintergrundgeräusche, wenn die da vorne geredet haben. Es haben sich auch ständig, also viele alte Leute umgedreht. So, oh, was ist denn hier los? Ich höre gar nichts. Und letztes Jahr lag das zwar auch so ein bisschen abseits, war aber gut zu finden, war groß ausgeschildert und war dafür halt ruhig, war da hinten, da haben wir unser eigenes Ding gemacht und dieses Jahr war das, also es wundert mich halt, dass man im dritten Jahr dann quasi so einen Schritt zurück macht, also hat mir leider nicht ganz so gut gefallen. Mein Höhepunkt des Ganzen war tatsächlich, als ich vom Illustrator des Buches Dresden zum Gruseln statt einer Blume einen Henkersknoten geschenkt bekam, das fand ich sehr, sehr nett, vielen Dank. Und ansonsten wollte ich noch mal kurz durchgehen, was ich eigentlich besucht habe. Oh, jetzt habe ich gerade den Zettel fallen gelassen. So, denn wie ich vorher schon sagte, die Veranstaltungen waren dieses Jahr so okay. Und zwar begann es mit Ines Lauterbach, die Lyrik vorlas. Muss ich aber zugeben, das war eher so heitere Gedichte, nicht ganz so meins. Dann war ich eben bei dieser Lesung Dresden zum Gruseln, Licht und Schatten einer alten Stadt, die auch, also nicht nur von dem Autor und Illustrator mitgestaltet wurden, sondern so vom Mönch zu Dresden, der das eigentlich ganz schön und unterhaltsam gemacht hat, sodass man halt nicht einfach nur aus dem Buch vorliest, sondern so ein bisschen drumherum wie Schauspiel hatte. Das war in Ordnung, fand ich ganz nett. Danach habe ich mir angeschaut, wie der Literaturpreis Weiße Rabe an Andreas Altmann verliehen wurde. Das hat mich auch überrascht, dass er da war, in dem Sinne, dass es auch irgendwie gar keiner mitgekriegt hat. Das war wieder
recht wenig besucht. Ich meine, es ging zwar letztlich um Lyrik und nicht um seine anderen Werke vielleicht, aber da war wirklich nicht so viel los. Und ich fand es sehr sympathisch, wie nervös und schüchtern er irgendwie noch war, obwohl er doch vielleicht schon öfter mal zu irgendwas eingeladen wurde, aber er hat auch so ein bisschen gezittert und da dachte ich mir, ach mal, also das fand ich ganz, ganz nett. Er hat auch eine gute Lesung gehabt, also für mich, finde ich, gute Gedichte ausgewählt. Habe ich auch überlegt, ob er auch ein Lyrikband schon rausgegeben hat, mal schauen. Und ja, ironischerweise war auf der Literaturmesse wieder eines meiner liebsten Veranstaltungen das Violinenkonzert. Habt ihr auch ein bisschen gesehen, er hat das halt versucht, etwas amüsant zu gestalten, mir vielleicht an manchen Stellen sogar etwas zu bemüht, lustig, aber die Geigerei fand ich sehr, sehr schön. Und als letztes, genau, da war ich dann auch schon so ein bisschen ausgelaugt und ich musste auch rechtzeitig wieder los, weil wir am selben Tag noch nach Leipzig zu einem Konzert gefahren sind, habe ich mir noch so ein paar Minuten der Lesung zu Amortensia gehört. Das ist so eine Art Harry Potter-Satire, die aber hier in Sachsen spielt und ich dachte, das ist vielleicht ganz lustig und selbstironisch, wenn halt irgendwie Zauberer so in Wernigerode herumzaubern. Und jetzt bin ich ja auch kein Mensch, der besonders gut vor anderen sich präsentieren kann, aber der Autor, oh Gott, ich hoffe, dass er auch dieses Video nie sieht, aber der hat wirklich überhaupt keine Präsenz gehabt. Und dann waren auch die vorgelesenen Stücke eigentlich, also nicht so mein Humor, war nichts für mich und hat mich fast zerrissen, denn da waren nur so, weiß nicht, 3-4 Mann und ich dachte mir wirklich, wenn du jetzt gehst, das wird den fertig machen, aber das bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt hier noch eine Dreiviertelstunde sitze und bin dann doch gegangen, also das war nichts für mich. Interessiert mich ehrlich gesagt auch als Buch nicht so sehr und dann war es das für mich. Das heißt, um es nochmal kurz zu fassen, auch wenn das jetzt alles so ein bisschen negativ klang, wer noch nie auf der Schriftgut war, dem empfehle ich das wirklich. Es ist so schön, das kleine Handwerk mal zu sehen und diese unabhängige Verlage. Aber ich brauche erstmal eine Pause. Da war jetzt leider nicht so viel Neues mit dabei. Ja, und ich wollte euch allgemein die Messe nur mal vorstellen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht kann der eine oder andere ja doch mal nicht so weit... Das war kein Satz. Kann der eine oder andere, der nicht so weit entfernt wird, doch irgendwie nächstes Jahr vielleicht mal kommen. Ich glaube, das ist immer rund so im November, Anfang November. Und das war es auch schon, was ich machen wollte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.